Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und sollte sich jemand hierdurch oder durch inkorrektes Setzen und Zitieren oder versäumtes Setzen von Fußnoten bei insgesamt 1300 Fußnoten und 475 Seiten verletzt fühlen, so tut mir das aufrichtig leid. Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, die Nachwuchshoffnung der deutschen CDU und CSU und als heißer Nachfolger von Angela Merkel gehandelt, war 2011 mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Er hätte, so der Vorwurf, große Teile seiner Dissertation ohne kenntliche Machung übernommen. Zu Guttenberg ist aber keineswegs ein Einzelfall. In den letzten Jahren konnten wir Zeugen zahlreicher solcher öffentlicher Plagiatsvorwürfe gegenüber Politikerinnen und Politikern in Deutschland und Österreich werden. In beiden Ländern gibt es mittlerweile Plagiatsjäger, die sich darauf spezialisiert haben, jene promovierten Personen öffentlich anzuprangern, die gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis verstoßen und wissenschaftlichen Gedankenraub begangen haben. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Kommissar Johannes Hahn sind letztlich mit dem Vorwurf einer schlampig verfassten Doktorarbeit vergleichsweise glimpflich davongekommen. Der Fall zu Guttenberg lässt sich auch deshalb so schön beispielhaft anführen, weil er das ganze Spektrum der klassischen Strategien in der Krisenkommunikation veranschaulicht, angefangen von der Leugnungsstrategie bis hin zur Entschuldigung. Willkommen zu einem neuen Themenbeitrag im Rahmen des Kurses Krisenkommunikation. In diesem Video geht es um die theoretischen Konzepte in der Krisenkommunikation. Es geht um die Krisenkommunikationsstrategien. Das vorhergehende Beispiel war zwar in der Politik angesiedelt, es zeigt sich aber, dass unabhängig von der Fachdisziplin, das heißt, ob in der Psychologie, der Politikwissenschaft, der Public Relations oder in der Betriebswirtschaft, diese grundlegenden Krisenkommunikationsstrategien gleichermaßen angewendet werden. Besonders verdienstlich hat sich dabei die Kommunikationswissenschaft in der Erforschung der Krisenkommunikationsstrategien und in der Untersuchung der einzelnen Krisenkommunikationsstrategien gemacht. Um zum Fall zu Guttenberg zurückzukommen, das mit dem Amt verbundene öffentliche Ansehen und der dem politischen Mandat zugrunde liegende Vorbildcharakter haben im Fall Guttenberg einen enormen Imageschaden für die Person und das Regierungsamt zur Folge gehabt. Die Glaubwürdigkeit in der Politik ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Wählbarkeit des oder der Politikerin. Deshalb versuchen ja oft politische Kontrahenten, die Glaubwürdigkeit des oder der Gegnerin öffentlich in Zweifel zu ziehen. Der Skandalisierungseffekt gehört eben mit zur Trickkiste des Dirty Campaigning. Eine Schadensbegrenzung im Sinne des Reputation Management war im Fall Guttenberg deshalb auch nicht mehr möglich, weil die Handlung bewusst, das heißt intentional, gesetzt wurde. Der Erfolg der Krisenkommunikation ist dann verwirkt, wenn die umstrittene Handlung ein in den Augen der Öffentlichkeit unentschuldbares Ausmaß angenommen hat und deshalb als schwerwiegend zu beurteilen ist. Die Intentionalität hat daher die Krisenverantwortlichkeit verstärkt. Zu Guttenberg blieb letztendlich nur die öffentliche Entschuldigung und der Rücktritt vom Amt des Verteidigungsministers übrig. Wie vorher bemerkt, bietet die kommunikationswissenschaftliche Krisenkommunikationsforschung aufgrund ihrer theoretischen Modellbildung auch Anwendungsmöglichkeiten für alle anderen Bereiche, wo es eben um kommunikative Schadensbegrenzung und Reputationsmanagement geht. Verstärkt wird das durch den wissenschaftlichen Anspruch, theoretische Erkenntnisse mit fächerübergreifendem Bezug zu schaffen.
Schauen wir uns zunächst die Entwicklungsstufen an, die zur Ausbildung der Krisenkommunikationsstrategien geführt haben. In der Krisenkommunikationsforschung können im Wesentlichen drei Entwicklungsstufen festgestellt werden. Zu Beginn lag der wissenschaftliche Fokus zunächst auf einer stark praxisrelevanten Darstellung durch deskriptive Einzelfallanalysen im unternehmerischen Umfeld. Die klassischen Fallbuchbeispiele wie der Tylenol-Fall oder der Exxon Valdez-Krisenfall sind diametrale Beispiele gelungener oder misslungener Krisenkommunikation. Sie stehen beide jeweils am anderen Ende der Krisenkommunikationsskala. Der unternehmerischen Krisenkommunikation wird in der Krisenkommunikationswissenschaft ein nach wie vor besonderer Stellenwert auch eingeräumt. Das liegt daran, dass diese Fälle auch so öffentlich präsent und fassbar sind und von den Medien aufgegriffen und kritisch analysiert werden. Für die Wissenschaft bietet sich daher viel Datenmaterial zur Erforschung an. Die Krisenkommunikationsstrategien wurden in der englischsprachigen Forschung zunächst allgemein unter Bezugnahme auf Aristoteles als Apologia bezeichnet. In den 1970er Jahren unternahmen Ware und Lincoln erstmals eine Darstellung von Kernstrategien, die in der sogenannten Corporate Apologia und in der politischen Krisenkommunikation erstmals Anwendung gefunden haben. Die Image Restoration Theory von Benoit stellt insofern eine neue Entwicklung in der Kommunikationsforschung dar, als nicht nur eine Erweiterung und Spezifizierung von Kern- und Substrategien unternommen wurde, sondern auch der relevante Aspekt des Reputation Management ausreichend berücksichtigt wurde. So hat Benoit beispielsweise die Krisenkommunikationsstrategien des US-Präsidenten George W. Bush in Zusammenhang mit dem gegenstandslosen Irakkrieg untersucht. Und die Kommunikationsstrategien reichten eben im Falle des Präsidenten, des US-Präsidenten, von einer anfänglichen Leugnung und Verantwortungszuschreibung hinsichtlich falscher geheimdienstlicher Informationen hin bis hin zur Rechtfertigung aus demokratiepolitischen Gründen, um eben ein autoritäres Regime zu stürzen. Mit dem Ansatz von Benoit konnte die Anwendung bestimmter Kommunikationsstrategien fallspezifisch geprüft und der Erfolg der jeweiligen Strategie ex post analysiert werden. Dieser Ansatz von Benoit hat aber auch zu Kritik geführt, weil er weniger methodisch als eher fallanalytisch ist. Sie lässt eben keine allgemeinen Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von bestimmten Krisenkommunikationsstrategien ex ante durch die Beobachtung kontextueller Faktoren zu. Schließlich wollen wir wissen, welche konkreten Krisenkommunikationsstrategien in der konkreten Situation hilfreich sind, um weiteren Image-Schaden abzuwenden. Benoit merkt auch selbst an, dass sich die Forschung bisher sehr stark auf Fallanalysen beschränkt hat. Während sich daher in der Literatur vor Benoit erste Klassifikationstendenzen von Krisenkommunikationsstrategien gezeigt haben, führt Benoit das Reputation Management und das Krisenmanagement gewissermaßen zusammen. Krisenmanagement steht im Zeichen des Reputation Managements. Noch gab die Wissenschaft aber keine Antwort auf die Frage, welche Krisenkommunikationsstrategien bei bestimmten Krisenarten eingesetzt werden sollten. Auch greift die Krisenkommunikation meines Erachtens zu kurz, wenn sie lediglich als Instrument zur Verhinderung oder Minimierung eines Reputationsschadens verstanden wird. Vom gegenwärtigen Stand der Forschung schließt die Krisenkommunikation auch die Basiskommunikation mit ein. Denken Sie dabei an Informationen und Instruktionen, die an Betroffene oder Angehörige von Opfern gegeben werden, wenn eine Krise oder eine Katastrophe mit potenziellem Schaden für Mensch und Umwelt eintritt. Hierhin unterscheidet sich auch die Krisenkommunikation von in der Öffentlichkeit stehenden Personen gegenüber jener von staatlichen und privatwirtschaftlichen tätigen Institutionen und Organisationen. Denn Letztere müssen auch einer Informations- und Aufklärungspflicht nachkommen und im Falle ernstzunehmender externer Bedrohungen oder Gefahren
beispielsweise Naturkatastrophen oder Unglücke, Gewaltakte, Warnhinweise und Handlungsanleitungen für die Personen geben. Darüber hinaus sind im Katastrophenfall rhetorische Kommunikationsinhalte der Unterstützung, der Fürsorge oder der Empathie geeignet, um den Betroffenen ihre Teilnahme zu signalisieren, um psychologische Hilfestellung anzubieten. Krisenkommunikation ist daher nicht nur als Instrument des Reputation Management zu verstehen, sondern geht weit darüber hinaus, da es die Aufklärung, Information und die Instruktion beinhaltet. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, würde man die Zusammenführung der Krisenkommunikation und das Reputation Management als das einzige Verdienst von William Benoit sehen. Er hat auch zu einer wesentlichen Systematisierung der Krisenkommunikationsstrategien und der Substrategien beigetragen. Die Weiterentwicklung der Krisenkommunikationsforschung ist auch wesentlich geprägt von ihrer methodischen Weiterentwicklung. Man will nicht mehr jeden Fall mit qualitativen Methoden analysieren und daraus Schlussfolgerungen ableiten. Es geht vielmehr darum, die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Krisenfaktoren zu untersuchen und deren Einfluss auf die Krisenwahrnehmung festzustellen. Der Ursache-Wirkungszusammenhang kann da am besten in einer experimentellen Situation untersucht werden. Wie wirkt es sich aus auf die Wahrnehmung von Personen, wenn beispielsweise das Management aus Kostengründen bestimmte Standards in der Arbeits- und Betriebssicherheit außer Acht lässt und damit die Sicherheit ihrer Mitarbeiter gefährdet oder gar ihren Tod herbeiführt? Wie wird hingegen die Krise wahrgenommen, wenn Mitarbeiterinnen eines Unternehmens durch Sabotage oder Terrorakte von außen verletzt oder getötet werden? Wem gibt man die Schuld? Und wie haben in einem solchen Fall die Firmenleitung oder staatliche Behörden zu kommunizieren? Der Einsatz von experimentellen Designs zur Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Krisenfaktoren und deren Einfluss auf die Krisenevaluierung stellt daher gegenüber Benoits Theorie des Image Repair eine wesentliche Weiterentwicklung in der Krisenkommunikationsforschung dar. Die besondere Bedeutung dieses neuen Ansatzes liegt in einem Bestreben, durch quantitative Messmethoden den Stellenwert eines jeden einzelnen Krisenparameters im Krisenkontext zu analysieren und daraus die hierfür geeignete, erfolgsversprechende Krisenkommunikationsstrategie zu ermitteln. Hierhin kommt William Timothy Coombs' Situational Crisis Communication Theory ein besonderer Stellenwert zu. Der Situational Crisis Communication Theory kommt in der Krisenkommunikationsforschung eine mittlerweile überragende Bedeutung zu. Mittlerweile wurde sie durch den Einfluss des Internets und der Social Media und des Social Mediated Crisis Communication Modell ergänzt. In Coombs' Situational Crisis Communication Theory bildet das Verantwortlichkeitsprinzip, das heißt die Zuschreibung der Verantwortlichkeit und dieses aus der Sicht der Stakeholder den eigentlichen Kernpunkt der Überlegungen. Erstmals wird damit der Fokus auf eine rezipientenbasierte Krisenkommunikation gelegt. Es wechselt sich daher der Blickwinkel der Betrachtung von, wie sieht das Management des Unternehmens die Krise zu, wie sehen die Adressaten der Krisenkommunikation, das heißt die Kundinnen, die Lieferanten, die Investorinnen und so weiter, die Krise. Im Sinne des Audience Effects Research werden daher die Wahrnehmung und die Reaktion der Stakeholder auf die Krise und die einzelnen Krisenparameter untersucht und das mitunter in einer experimentellen Situation. Die psychologischen Aspekte der Rezipientenforschung gewinnen auch in der Krisenkommunikationsforschung immer mehr an Bedeutung. Theoretische Modelle wie das in den 1980er Jahren entwickelte Elaboration Likelihood Modell von Petty und Cacioppo und die Attributionstheorie sind hier aufschlussreich, um die Perspektive der Rezipienten einzunehmen und aus dieser die Einflussmechanismen der Kommunikation zu verstehen. Der gegenwärtige Erkenntnisstand ist aber auch inzwischen von der Einsicht getragen, dass kein metatheoretisches Modell konkrete und in Stein gemeißelte Handlungsanweisungen für die Praxis anbieten kann, denn die einzelnen spezifischen Fälle oder die Einzelfälle können sich in den kontextuellen Krisenfaktoren weitgehend voneinander unterscheiden. Es gibt
so viele Faktoren, die in diese Überlegungen einfließen und die Wahrnehmung einer Krise und seiner Krisenverursacher beeinflussen, dass es einfach kein One oder keine One-Size-Fits-All-Strategie geben kann. Die Spezifizitäten oder die Spezifitäten der Einzelfälle sind so unterschiedlich, sowohl im Krisenszenario als auch in den unternehmens- und umweltspezifischen Umständen, dass sich seriöserweise nicht sagen lässt, welche Krisenkommunikationsstrategie sich für welchen Krisentypus eignet und den hundertprozentigen Erfolg versprechen kann. Aber die theoretischen Überlegungen und Modellbildungen schärfen unser Verständnis über jene Variablen, die wir uns genauer ansehen sollten, um zu analysieren, wie sie die Wahrnehmung der Krise beeinflussen und welche Strategie geschickterweise zum Einsatz kommen sollte. Krisenkommunikation sollte daher strategisch erfolgen, indem wir zunächst die einzelnen Krisenparameter uns ansehen und dann erst entscheiden, wie wir öffentlich kommunizieren wollen. Ja, und damit wären wir am Ende dieses Videobeitrags. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.